Jesus, liebe Schwestern und Brüder, vertieft seinen Gedankengang von gestern Abend, wenn er gestern von der Freundschaft sprach, wie er uns, seine Jünger, bezeichnet. Nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Zu dieser Freundschaft mit Jesus gehört Hass und Verfolgung. Das passt uns eigentlich nicht so sehr in das Freundschaftskonzept. Wir haben es lieber, wenn Freundschaft mit Jesus, dann ist alles wunderbar. Aber Freundschaft mit Jesus hat seinen Preis. Louis Bouilhet spricht in seiner Auslegung einmal davon, dass es einen Götzendienst der Ablehnung Christi gibt. Dieser Götzendienst besteht darin, dass der Mensch sein eigenes Nichts für die Wahrheit Gottes hält. Hier ist mit einer kleinen Bemerkung der Wurzelgrund für den Hass dieser Welt auf Christus und seine Jünger grundgelegt. Wenn man das eigene Nichts für die Wahrheit Gottes hält oder ausgibt. Wir alle, wir sollten uns nichts vormachen. Jeder und jeder von uns steht in dieser Gefahr, das eigene kleine Nichts aufzublähen, statt aus diesem eigenen kleinen Nichts auszuwandern, sich von Christus an die Hand nehmen zu lassen und, wie wir gestern gesehen haben, in das Geheimnis Gottes führen zu lassen. Dort, wo wir wirklich zu Hause sind, wo wir wer sind. Wie wir das so oft in der Messe hören. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum spricht Jesus auch die Jünger nicht nur an als Freunde, sondern auch als meine Kinder. Geborgen zu sein in dieser Wirklichkeit, die die einzig verlässliche Wirklichkeit ist, das bedeutet geistliches Leben. Man braucht für diese Reifung vielleicht ein ganzes Leben lang. Ob es nun lange währt oder kurz wird. Aber genau darum geht es. Diesem Götzendienst des eigenen Ich und des eigenen Nichts zu entsagen, um wahre Größe zu finden in dieser Freundschaft Jesu, im Geheimnis Gottes, einer Freundschaft, die diesen Namen auch verdient.